Hallo Freunde, das hier ist nicht die normale Anmoderation, wie ihr sie vielleicht kennt, denn ich muss ganz kurz was sagen. Wer die Videobeschreibung nicht liest, dem sage ich das jetzt hier am Anfang des Parts, denn ich weiß nicht, wie es mit den Parts momentan aussieht. 15 Minuten ist der jetzt lang geworden. Das liegt daran, dass ich eigentlich am Schluss noch was dranhängen wollte, aber jetzt in der zweiten Aufnahmesession, die ich gestartet habe, mein Dark Souls nicht mehr funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe Windows Live, was normalerweise das Problem ist, neu installiert. Ich habe alles, was mit Microsoft zu tun hat und mit Windows Live halt, alles runter, nochmal frisch drauf und so weiter und so fort. Also daran scheint es nicht zu liegen, komischerweise. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das geregelt kriege. Deswegen ist der Part 15 jetzt nur 15 Minuten, der Part 50 nur 15 Minuten lang. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Die Woche über geht's natürlich ganz normal weiter mit Minecraft und diversen anderen Spielchen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Part. Bis denne! Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, wollte ich gerade schon sagen. Dark Souls, meine lieben Freunde. Ich bin die Rockkartoffel und, nun ja. Dark Souls ist halt immer so eine Sache. Wir sind hier gerade in New Londo. Und wir waren schon öfter hier. Wir haben schon sehr oft hier versucht, ein bisschen durchzukommen. Die Geister haben uns bisher immer davon abgehalten. Und jetzt werden wir die Geister davon abhalten, uns hier ein bisschen den Arsch warm zu machen. Denn wir runnen einfach durch hier. Da ist so ein hässliches Ding. Da ist noch so ein hässliches Ding. Wie weit bitte? Könnt ihr mich vielleicht noch ein bisschen weiter treffen? Das wäre echt sehr nice von euch. Ohne getroffen zu werden hier durchgehen, das ist die Kunst. Oh. Achtung vor dir, Hinterhalt. Wie soll man das denn schaffen? Jetzt mal im Ernst. Da vorne liegt was, da vorne liegt was, da vorne liegt was. Nein! Ich hab nicht mal gesehen, was da liegt. Was ist das denn jetzt? Hey, das ist ja total kacke. Ich möchte es nicht. Alter, das kannst du ja keinem anbieten hier. Du bist ja komplett überfordert, wenn du da unten reinkommst. Holy fuck, was mache ich denn? Ja, natürlich. Hä? Ich verstehe nur gerade den Raum da unten leider nicht. Also, wir sind da unten. Das sehe ich aber richtig. Wir sind da unten mit ganz vielen hässlichen Geistern. Zusammen in einem Raum. Und, die Geister, die machen uns Aua. Und das über 3 Kilometer. Weil sie ausfahrbare Geisterarme haben, wie das ja auch normalerweise so der Fall ist. Bei normalen Geistern, ne? Wir reden hier jetzt nicht von Gegengeistern. Ja, das ist ja. Also die hier sind ja total un-OP. Jetzt mal im Ernst, was ist das? Wie geht das hier voran? Muss ich hier einfach durch schnubbeldiwubbeln oder muss ich da langsam und bedächtig rangehen? Kann ich die überhaupt irgendwie töten? Vielleicht auch mit diesem komischen Holy Shizzle? Ist alles eine Möglichkeit, weiß aber nicht, ob das jetzt so hinkommt. So, gut, hier springen wir einfach runter. Interessiert ja eh keinen. Und dann gehen wir einfach wieder. Wir haben ja 3 Level aufgelevelt, die 17.000 Seelen da hinten, die können mich jetzt mal am After schmatzen. Und wir gehen hier jetzt hin und zeigen denen, wo der Hammer hängt, habe ich zwar eben schon gesagt, aber diesmal mal was wirklich, wie ich hier zum ersten Mal war, ey, ich war so eingeschüchtert. Ich hasse ja solche Sachen wie Geister oder Unbesiegbarkeit, besonders wenn es gegen mich steht, ne. Das finde ich ja dann immer ganz schlimm. Muss man nur ein bisschen aufpassen, dass uns hier nicht gleich der Tod erwartet. Hier geht es auch noch hoch.
Nicht für uns. Okay, ab hier hoch. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Also, falls ihr euch jetzt fragt, warum macht er jetzt so wenig gerade? Weil ich ihr wissen will, wo es hier weitergeht. Ganz einfach. Und die gibt es gerade nur einen Weg. Die können die Dinger ja auch nicht blocken. Schön, schick, schick. Müssen wir das jetzt hier runter überleben? Hä? Ist es nicht der einzige Weg? Och, Leute. Das ist doch komplett kacke. Was ist das denn? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich weiß es doch nicht. Können wir das hier... Ne, wir können nicht entzünden ohne Feuerhüterin sehen. Nächstens, wenn wir eine Feuerhüterin sehen haben, ne, dann gehe ich hier hin und entzünd das Ding. Zuerst, bevor ich sie dann verkaufe. Wahrscheinlich kann ich sie ja nicht mehr verkaufen, um meine Estus Flasks aufzuleveln. Wir könnten bestimmt schon mehr Estus Flasks Auflevelungen haben, aber wir sind, glaube ich, zu doof dafür. Gibt es hier vielleicht sowas wie... Nee. Habe ich bestimmt schon mal getestet. Hier habe ich bestimmt auch schon mal an jeder Wand getestet. Meine Fresse, wir sind schon ziemlich lang bei dem Projekt hier dabei, ne? Über 50 Parts mittlerweile, glaube ich. Oder ist es hier der 50. Oh mein Gott, mein Raumzeitkontinuum verwischt sich gerade. Ich kann schon nicht mehr klar denken. Meine Augen sind ausgetrocknet. Das Deutschlandspiel ist gleich. Ich werde mich dann darauf stützen, wenn es soweit ist. Und vorher laufe ich nochmal hier drüber, um mir die Freude zu bereiten, nächstens nicht mehr den Aufzug rufen zu müssen. Jetzt sprint man nochmal. Und hoffen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben, bei was auch immer wir hier unten tun müssen. Wenn ich diese Folge nicht schaffe, ne? Also wenn ich jetzt, wenn die Folge hier nur 15 Minuten lang ist, dann höre ich hier gleich auf und warte auf eure Tipps. Oder wenn keine kommen, dann gucke ich mir halt Tipps im Internet dazu an. Aber nur Tipps. Keine Komplettlösungen. Komplettlösungen sind bäh. Okay, da hinten ist nichts versteckt. Ich wüsste trotzdem gerne, wie wir da unten zu dem Nebeltor hinkommen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Da, irgendwie nach rechts oder so. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht es los. Jetzt sind wir am Arsch. Okay. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Die kommen natürlich einfach durch die Wände, ist ja klar, ne? Ah, hier. Reicht jetzt. Ist jetzt okay. Ist gut jetzt. Hier. Wir gehen einfach gar nicht erst weiter. Ich möchte das nicht. Das ist eine Leiter. Sind gleich so dermaßen am Sack. Besonders, weil die uns alle verfolgen. Ich hätte eigentlich jetzt extrem Lust auf ein Eis. Hier ist Ende im Gelände. Hier ist die Treppe. Was ist das denn? Warum ist das hier? Warum, 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 warum? Warum frage ich das eigentlich? Hier ist einfach so. Oh, nicht noch... Nicht sowas, bitte. Alter. Alter, alter, alter. Ja, mhm. Mhm. Ja.
sicher. Auf jeden Fall legitim. So macht das Spiel Spaß. So ist das richtig geil. Ich freue mich schon wieder da runter zu gehen, ey. Ich freue mich wahnsinnig. Teleportieren, Feuerbandschrein. Zack, okay. Ich weiß schon mal, wo ich nicht mehr hinlaufe. Da unten gibt es aber auch kein Bonfire, ne? Das ist uns, oder? Es gibt so unten ein Bonfire und wir machen es uns hier gerade nur unnötig schwer. Mit dem Weg, oder wie ist das? Und warum sehe ich da unten eigentlich den Ruin noch nicht? Und was war das da eben für eine Statue? Und warum sind da unten Geister? Und warum tun die uns so weh? Und warum sind die so OP? Und warum, warum, warum? Ist es nicht toll, wenn man den Aufzug nicht mehr rufen muss? Ist es nicht unglaublich cool? Ich finde es unglaublich cool. Genauso wie ich es unglaublich cool finde, dass ich Dark Souls unglaublich cool finde. Und obwohl Dark Souls mich immer nochmal fertig macht, ich spiele es immer nochmal gerne. Ist echt krass. Man wird es mir nicht glauben, weil ich schon in manchen Parts wirklich ein bisschen aus mir gegangen bin. Und das Tier in mir raus, die Kartoffel in mir rausgelassen habe. Natürlich kein Tier, ich bin ja nicht im Zoo hier. Und nun ja, es wird nicht schön. Dark Souls ist einfach nicht ein schönes Spiel. Es ist einfach ein Spiel, welches einen speziellen Geschmack erfordert. Und den speziellen Geschmack, den hat es bei mir gerade getroffen. Ich weiß nicht warum oder wie es das geschafft hat. Es hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft und da bin ich richtig froh drüber. Ja komm, du darfst mich treffen, solange ich danach durch die wunderschöne Tür hier durch darf. Darf ich scheinbar nicht. Okay, wir sind nochmal auf dem richtigen Weg. Gehen wir doch mal kurz noch hier da hinten gucken. Eventuell liegt hier auch noch was. Hier liegt wirklich noch was. Wanderfluch, okay. Hier sind bestimmt 10.000 Illusionary Walls und wir übersehen gerade jede einzelne. Und die machen aber auch Damage ohne Ende. Wow. Okay, theoretisch können wir jetzt da runter gehen. Ich will aber nicht. Einfach weiter. Nicht beeindrucken lassen von nichts und niemandem. Da oben ist noch irgendwas, aber es interessiert mich einfach gerade null. Es muss mich interessieren. Es interessiert mich brennend, was da oben gerade los ist. Wirklich, ohne Ende. Okay. Guck mal, also gehen wir auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite wieder hoch, oder wie sagt er? Vorrichtung bewegt sich nicht, na super, müssen wir manuell wahrscheinlich runtergehen. Verschlossen. Vielleicht liegt oben der Schlüssel, wir gehen einfach mal. Vielleicht finden wir irgendwas. Na? Nee. Gibt's jetzt nicht. Großer Pfeil. Warum sind wir hier? Was sehen wir hier? Nichts, worauf wir einen Pfeil schießen können. Schade. Okay. Merkwürdiges Level-Design. Gefällt mir gerade nicht so ganz. Besonders diese ganzen Geister gehen mir voll auf die Nüsschen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Wir können theoretisch da auf die... Aua. Auf die Kirche?
Aber theoretisch halt auch einfach nicht, ne? Bei den Geistern in der Hood gibt's Menschlichkeit, ja super. Da hat mich gerade was angehaucht. Seltener Ring der Opferung, alles klar. Wollen wir uns opfern? Nein. Wo sind wir hier? Gut, tot. Shit! Ich glaube aber, dass ich durch schnelles Rumlaufen irgendwie dann doch zu guter Letzt zum Ziel kommen kann. Jedoch werde ich das jetzt nicht mehr machen, sondern in der nächsten Aufnahme. Trotzdem wird das wahrscheinlich hier hinten dran gehängt werden, weil das WM-Spiel jetzt gleich anfängt. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Tut mir vielmals leid. Bis gleich.